Heute mit Breaking News, gerade veröffentlicht. Fleet Carrier kommen in weniger als 2 Wochen zum Live-Server. Weitere Änderungen sind angekündigt. Schönen Mittwoch und willkommen zu den Stellar Nebula News am 27.05.2020. Die zweite Beta der Fleet Carrier ist offiziell zu Ende und vor wenigen Minuten hat Steven Benedetti im Forum ein offizielles Statement verfasst. Man bedankt sich für die rege Teilnahme an den Betas und stellt fest, wie wertvoll das ganze Feedback für die abschließende Entwicklung ist. Zunächst das Wichtigste. Am 9. Juli 2020 werden die Fleet Carrier in Elite Dangerous zur Verfügung stehen. Das bedeutet, weniger als 2 Wochen bis zur Veröffentlichung. Bis dahin werden noch weitere Dinge geändert. Die Schaltflächen zum Geld übertragen vom und an den Carrier werden sich ändern, damit es nicht mehr Ewigkeiten dauert, größere Beträge zwischen persönlichem und Carrier-Konto hin und her zu transferieren. Das gilt auch für den Warenmarkt an Bord. Es wird Änderungen am Tritiumabbau geben, speziell um das Ganze lukrativer zu gestalten. Weitere Infos hierzu, besonders zum Umfang dieser Maßnahmen, stehen allerdings noch aus. Stand aktuell ist es so, dass Tritiumabbau wirklich ein enormer Zeitaufwand ist und der Carrier daher für Forschungsreisen, gerade in kleineren Gruppen oder sogar alleine, eher bedingt geeignet ist. Der bekannte Exploit wurde repariert. Man kann nun nicht mehr durch Verkauf im Carrier ein Vermögen verdienen. Da das aber ein klarer Exploit war, war das durchaus zu erwarten. Offenbar gab es einen Bug, der die Namen von bestimmten Orten und Märkten im Spiel vertauscht hat. Dieser ist ebenfalls behoben worden. Des Weiteren gab es einen Fehler, sodass Thargoid-Sensoren und Guardian-Waren und auch weiteres nicht auf den Fleet Carrier transferiert werden konnten. Das dürfte nun ebenfalls kein Problem mehr darstellen. Ob es noch weitere Änderungen geben wird, zeigen die nächsten Wochen. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Abonniert dazu einfach diesen Kanal. Eine schöne Restwoche und alles Gute. Euer Science Keeper.